Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 17 Down Under. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Heike, Rudi und unser Sixfoot, sind mittlerweile 93 Tage unterwegs und es ist Ende Februar 2020. Hier haben wir nochmal vollgetankt gestern und jetzt wollen wir uns verabschieden vorne an der Hotelrezeption. Es waren wirklich furchtbar nette Leute hier. Also Akarula ist auf jeden Fall eine Reise wert. Für uns geht es aber weiter, denn wir sind verabredet in 2 Tagen in Marie. Hier konnte man noch die verschiedenen Gesteinsformationen, die man in der Umgebung von Akarula gefunden hat, sehen. Jetzt geht's für uns auf den Track nach Kublai. Der Track ist ohne Einschränkungen zu fahren und offen. Akarula ist schon sehr abgelegen, deswegen gibt es hier einen Flugplatz, hier im Bild, den man per Charterflug von Adelaide aus erreichen kann. Heute ist unser Programm nicht so groß, wir wollen nur ca. 200 Kilometer bis nach Kublai fahren. Daher haben wir Zeit, einen Abstecher nach rechts ins Gebirge zu machen. Aber wie das so ist hier mit Tracks in Australien, es geht unendlich weit, also kehren wir zurück. Den Haupttrack und fahren weiter Richtung Kublai. Es ist eine traumhafte Landschaft hier in den nördlichen Flinders. Das Spiel mit Sonne und Schatten, die Gebirgszüge und alles völlig menschenleer. Auch heute haben wir wieder Temperaturen über 40 Grad, aber die Fliegen sind relativ erträglich heute. Wir sind völlig allein auf dem Track unterwegs, da nutzen wir die Gelegenheit und starten die Drohne. Für uns spiegeln diese Bilder unseren Eindruck der Reise in Australien. Unendliche Weiten und ein grenzenloses Gefühl von Freiheit. Das Reisen mit dem Camper in Australien ist etwas anders als in Mitteleuropa. Wir mussten auch einige Sachen erst lernen. Unter anderem Vorratsplanung, das bedeutet Wasser, Sprit und Lebensmittel sollte man immer in ausreichender Form dabei haben. Wir haben zum Beispiel Lebensmittel immer für mindestens 1 oder 2 Wochen dabei. Und Wasser füllen wir, wo immer es geht, randvoll auf. Stellplatzplanung ist auch eine andere. Man hat nicht jeden Abend immer einen super tollen Campingplatz. Es gibt sehr viele gute Campingplätze, aber die meisten sind an der Küste gelegen. Im Outback ist es eher selten. Und dann sollte man so flexibel sein, dass man auch einsam in der Natur übernachtet. Wir haben damit kein Problem. Im Gegenteil, uns gefällt das, wenn wir völlig alleine stehen. Aber das muss man auch wollen. Auch wichtig, ein reisetaugliches Fahrzeug für das Outback zu haben.
Das heißt, es sollte nicht zu anfällig für Reparaturen sein, sondern in einem guten Zustand. Ersatzteile, insbesondere Ersatzreifen, sollte man auf jeden Fall dabei haben. Einen Kompressor halte ich auch für unumgänglich. Denn man muss doch ständig Luft ablassen oder gegebenenfalls auch mal den Luftdruck wieder erhöhen können. Es gibt aber auch Abstriche. Zum Beispiel die Fliegen im Outback sind schon schwer erträglich. Und das Ganze bei 40 Grad, da überlegt man sich, ob man aus dem Auto aussteigt. Viele gefährliche Tiere soll es geben, also ist festes Schuhwerk obligatorisch. Aber wir haben keine einzige Gefahrensituation für uns erlebt, wobei wir auch versucht haben, vorsichtig zu agieren. Weiter geht's auf dem Track Richtung Coplay. Noch ca. 150 Kilometer. Heike fährt und ich kann ein bisschen filmen. In Akarula hatten wir erfahren, dass die Kängurus sich jetzt ins Hinterland zurückgezogen haben. Durch den Regen der letzten Wochen hat sich hier sehr viel Grün gebildet, sodass die Kängurus sich weiter ins Hinterland zurückziehen und dort gut zurechtkommen. Daher sehen wir jetzt auf dieser Strecke keine Tiere, insbesondere keine Kängurus. Den Gammon Ranges Nationalpark haben wir jetzt verlassen und wir kommen nach Nepabuna, einer kleinen Gemeinde mit 49 Einwohnern. Ein sehr übersichtliches Örtchen. So wie wir es verstanden haben, ist Nepabuna eine Aborigine-Gemeinde. Für uns wird es Zeit für die Mittagspause. Im nächsten Creek fahren wir etwas seitlich ins Flussbett und halten hier unter einem Baum im Schatten. Es geht weiter und tatsächlich haben wir Gegenverkehr. Ein Auto kam uns doch tatsächlich entgegen. Wir erreichen das Ende des Tracks und kommen nach Couplet und Lee Creek. Zunächst fahren wir nach Lee Creek zum Tanken und Vorräte auffüllen. Lee Creek wurde erst 1982 an dem jetzigen Standort gebaut und hatte damals 2500 Einwohner, hauptsächlich Minenarbeiter. Jedoch durch Umstrukturierung ist die Mine kleiner geworden und es sind jetzt nur noch 250 Einwohner. Danach geht es noch zum Aruna-Staudamm, einem kleinen Stausee, der Lake Creek mit Wasser versorgt. Der Picknickplatz dort ist sehr hübsch, aber hier darf man nicht über Nacht stehen. Daher fahren wir weiter. Es geht für uns zurück nach Couplet. Dort ist ein Campingplatz, dort wollen wir heute Nacht übernachten. Couplet ist auch sehr überschaubar. Es hat ein Hotel mit Gaststätte, einen Campingplatz, eine kleine Tankstelle und Autoreparatur und ca. 100 Einwohner. Der Campingplatz ist absolut leer. Wir und noch ein Camper sind die einzigen Gäste für diese Nacht. Wir können unsere Wasservorräte auffüllen, uns in den Schatten des Baumes setzen und einen wundervollen Sonnenuntergang genießen. Mit dem Internet ist es ja sehr eingeschränkt im Outback. In Akarula hatten wir abends ein bisschen Internet und jetzt hier in Coplay haben wir auch wieder Internetzugang.
können wir uns dann mit Neuigkeiten versorgen und unsere sozialen Kontakte pflegen zu Hause. Danach genießen wir einen traumhaften Sternenhimmel über Copley. Hier in Copley hatten wir eine ruhige Nacht. Jetzt geht es wieder los auf den Outback Highway Richtung Norden, ca. 120 Kilometer. Denn am Abend wollen wir uns mit Wolfgang und Moni in ihrem MRN treffen. Hier im Outback gibt es immer wieder verlassene Siedlungen, Häuser, die als Point of Interest vermerkt sind. Es ist wieder 40 Grad, die Straße geht geradeaus und ist leer, bis auf gelegentlich einen Roadtrain, der uns überholt oder entgegenkommt. Zuerst kommen wir nach Lyndhurst. Die Orte werden immer kleiner. Lyndhurst hat nur noch 27 Einwohner und war früher mal eine Eisenbahnstation für den Gantrain. Hier gibt es die große Bushaltestelle. Ein Pub mit Tankmöglichkeiten und das war's. Kurz hinter Lyndhurst biegen wir ab zu den Ockerfelsen oder Ockercliffs. Hier haben früher die Aborigines ihre Farben zur Körperbemalung abgebaut. Hier kann man deutlich sehen, warum Australien der rote Kontinent heißt. Und mal wieder diese endlosen Weiten des australischen Outbacks. Einfach nichts. Unser kleiner Six-Foot ist völlig verloren in dieser Weite. Geht's weiter auf dem Outback Highway Richtung Farina. Das ist das nächste Örtchen. Farina wurde 1878 gegründet und war als größere Stadt geplant, mit Hotel, Feuerwache, Schule, Polizeistation, direkt hier an der Eisenbahnstrecke des Old Gan. Hier ein Bild mit der Planung des Straßenmusters und der eingetragenen Hausnummern. Viele wurden halt nicht realisiert. Die Schule war wohl noch bis 1960 in Betrieb. Jetzt gibt es hier allerdings nur noch eine Station, also einen Bauernhof. Und die Gegend hat noch 29 Einwohner und einen Kakadu. Für uns geht's weiter und wir kommen zum letzten Highlight der Strecke, zum Stoneman. Ich glaube, die Straßenbauer haben hier einfach aus Spaß aus ein paar größeren Steinen ein Männchen aufgebaut. Das ist jetzt heute der Point of Interest auf dieser Strecke. Das hat uns überrascht. Auf dieser Strecke sehen wir zum ersten Mal wilde Pferde. Heike versucht sie zu füttern mit Möhren und Bananen, aber sie sind Menschen wohl nicht gewöhnt und laufen direkt weg. Wir haben es geschafft. Wir erreichen unser Tagesziel, Marie. Hier sind wir, wie gesagt, mit Moni und Wolfgang verabredet. Wir wollen uns auf dem Campingplatz hier treffen. Marie ist aber nicht so groß, dass man sich wirklich verfehlen kann. Hier ist der Campingplatz, aber für uns geht's erstmal in den örtlichen Pub. Ein bisschen.
bisschen herbe. Ja. Kennst du das? Das kenne ich. Da, ich muss dich 30 Dosen von dir. Ach, okay, du musstest. Okay, aus dem Weg jetzt los. Marie ist eine ehemalige Bahnstation des Old Gan. Hier das Auto, das ist sehr interessant. Damit wurde der Ort früher versorgt, übers Outback, über die Outback-Routen, als sie noch nicht asphaltiert waren. Und das ist hier der alte Zug. Die Strecke ist ja stillgelegt und wird nicht mehr betrieben. Die örtliche Tankstelle. Und jetzt das Besondere, der Lake Irie Yacht Club. Die Jungs können allerdings nur alle 20 Jahre ihre Boote rausholen, wenn dieser Salzsee mal Wasser hat. Wir haben uns seit Tasmanien nicht mehr gesehen, daher haben wir uns viel zu erzählen. Allerdings, wenn man draußen sitzt, vor Sonnenuntergang, hat man noch einige Fliegen um sich. Wir können wieder einen wundervollen Sonnenuntergang genießen und dann kommt noch ein LKW-Konvoi über den Otnadatta-Track rein, der hier die Nacht verbringen will. Nach Sonnenuntergang beginnt die beste Zeit in Australien. Die Fliegen sind weg und wir haben einen wundervollen Sternenhimmel. Das war's auch wieder mit unserer Folge Down Under 17. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht es über den Otnadatta Track nach Coober Pedy. Bis bald und tschüss.